had ik geen koeien, had ik geen kaan. Was erinnerst du von wie das Leben in der Schweiz war, also während dem Krieg? Hat der Papst müssen, als der Soldat sein? Nein, der war nicht mehr, weil er bei der Bahn war. Hat müssen der, bei der Bahn arbeiten, das war wichtig. Ja, und hat er nicht mehr Militärdienst gemacht, glaube ich, wegen dem, oder ich weiß noch nicht. Und eben, da hat er ja dort gegen den Wald rauf, hat er Pflanzplätze gehabt. Da bin ich oben gegen die Beere ablesen und er hat Bettli gemacht, alles gell, mit dem Ulnreg und mässigen Dienst hat er auch noch eben so gebig Zeit gehabt, für etwas so zu machen. Das ist ein Vorteil, wenn man Schichtarbeit macht. Ja, einer von den Vorteilen. Einer von den Vorteilen, ja. Aber es gibt auch Nachteile mit dem Schlafen. Und ja, ja, dort hätte er halt auch schwer müssen einbüssen, gell, die Kinder. Halb daheim rum gelärmt, gell. Und ich musste sagen, still und so. Oder bei mir in den Park, aber dass er seine Ruhe hat. Er hätte halb da schon müssen bis Mittag, wenn er bis am Morgen um 3 gearbeitet hat. Hätte er dann müssen liegen bis Mittag. In jedem Dienst hat er dann 3 angefangen im Frühdienst. Da ist er dann am Abend auch früh hungern müssen, gell? Das hat genug geschlafen. Und dann hat der Mitteldienst vom 12. bis um 7. am Abend. Dort hätte er aber schon noch ein bisschen sich abgeben können, eben in den halben Tagen da. Und hast du können gratis Bahn fahren, oder? Nicht gratis. Ah, billig, verbilligt. Wir haben immer gratis den Halbtagsausweis bekommen. Ah. So, ja. Und dann hat man einfach, ja, das war ein grosser Wert gewesen. Wir haben alles mit dem halben Tags können Billet lösen und so, gell? Ja. Das hat man schon geschätzt. Ja, ja, es war schön gewesen. Wahnsinnig lieben Mann hatte und Kinder, und ich habe Kinder gebettet. Als ich da so alt bin, in den jungen Jahren, und so einfach nie mehr daheim war und so für den Kinder zuerst noch. Wo hast du ihn kennengelernt, Willi? Ich war am Seelfest im 49 oder was ist das? Ja, ich glaube im 49 habe ich beim Löb gearbeitet. No, und nachher habe ich über die Weihnachten und Neujahr hat mir dann von der Schneiderei ein bisschen müssen runtergehen helfen, bei den, wo das Geschäft unten so gelaufen ist. Gell? Die sind dann nicht viel nähen und Kleider kaufen. Es ist dann mehr so gegen die Weihnachten anderes Zeug gekauft worden. Und da musste ich eben die Alben abstecken. Im ersten, zweiten oder so, bin ich beim Löb gearbeitet habe. Und dann, was ist, wo bin ich dann nachher gewesen? Eben, dort habe ich gearbeitet, glaube ich, bis ich bin im 5. Monat oder 6. Monat war. Aber wo hast du... Ich habe so ein Büchlein gehabt. Wo hast du Willi kennengelernt? Ah, beim Tanzen? Ja, im 49, glaube ich, eben. Da sind wir, dann habe ich beim Löb Ich bin schon im Atelier gearbeitet, aber nachher über Weihnachten hat man die Alben runter müssen aushelfen an der Rejo. Ah, im Laden? Im Laden, ah. Und dann bin ich dort gewesen. Und nachher ist eine gekommen am Nachmittag und Silvester hat gesagt, was machst du? Wollen wir zusammen ausgehen und so. Dann bin ich mal heim und dann auf Lies tanzen. Im Bahnhof-Restaurant. In Lies? In Lies, ja. Mit der Willi zusammen? Nein, ah. Dort habe ich ihn gelernt kennen. Aha, ja. Okay. Und er mit dem Zbinden Rudi, das war auch ein Eisenbändler, ein guter Kollege von ihm. Und dann sind wir getanzt und ich bin eben mit einer Kollegin gegangen. Und dann, die hat nachher mit dem Rudi ein Verhältnis gehabt. Und ich dann auch den Päpst, gell? Aber das ist bei denen noch gleich auseinandergegangen. Nein, warte jetzt, was war jetzt? Gewesen? Die hatte Krebs gehabt. Und dann ist die früh gestorben. Oh. Ja.
darum ist das ist nachher. Aber wir haben gleich noch etwas Kontakt gehabt. Er hat noch gleich wieder jemand anderes gelernt kennen. Da haben wir noch Kontakt gehabt. Und dann mit dem Päpstli. Ja, dann bin ich in der Schosshalden oben gewohnt. Das ist ja weit. Da ist mir etwa, wenn wir in den Ausgang waren, ist er mir dann noch hierher. Du, gell, bis die Stegen auf, dort beim Bärengraben und rauf. Und dann wieder in die Lengasse zurück. Und so, da sind wir etwa so zusammen gewesen. Und nachher, er hatte dann in der Lengasse eine Mansarde gehabt, bei einer Garage, glaube ich. Und nachher sind wir so, wie wir uns gelernt kennen. Und die anderen sind zwar noch gleich auseinander, dann, wo sie dabei waren, aber beim Päpstl ist es dort geblieben. Es war eine schöne Zeit gewesen, da. Ja. Aber eben die Frau, die andere, ist sehr früh gestorben. Die hat so Krebs bekommen. Haben sie geheiratet, die anderen zwei? Ja, ja. Kinder ja. Gehabt? Ja. Ich weiß nicht, zwei, glaube ich. Und das ist nochmal Zufall, dass er hat auch Zbinder geheißen. Mhm. Das ist nicht die gleiche nee, Familie. Nein, das sind Kollegen gewesen, ja. Die beide zusammen so uns erklärt, haben wir sie lernen kennen. Die haben beide zusammen so über die Zuckerrübe erntisch gewesen. Haben sie die auch in Aushilfe müssen auf Arberg. Dort die Wege zusammenstellen, ausladen und so. Und nachher war sie auf Hessen. Dann sind wir eben auf Reis tanzen mit ihr. Und die zwei sind eben auch tanzen. Und dort in Reis haben sie dann, haben wir einen anderen kennen. Aber wie hast du tanzen? Das ist sicher nicht Rock'n'Roll, oder? Nein, nein. Aber der Päpstl hat auch so gut können tanzen. Oh, da haben wir natürlich schön gewalzert. Und er war ein lieber Mann. Ja, ja. Aber ich habe ihn gebetet, dass ich einen lieben Mann lehre kenne. Und das ist so geworden. Ja, ich bin auch einfach, ja, nie so Unterstützung von jemandem. Und dass ich eine Lehre machen konnte, war auch mein Lehrer die Schuld, die mich einfach für mich geschaut hat. Ein bisschen. Die Eltern die haben nicht verstanden, wie macht man das oder wie sollte man da schauen für eine Lehrstelle oder alles. Die haben einfach, weil ich bei diesem Bauer war, gell? Die haben die ein bisschen für mich geschaut. Wenn ich noch denke, wie wir alle gesungen haben, beim Kirsch ablesen, bei diesem Bauer. Es waren aber zwei auf dem gleichen Baum, die Leiter angehängt und angestellt. Und dann haben wir alle gesungen dort und geliedet. Und die Kirsche gegessen? Zwischen einmal ein bisschen geschwiegen und dann haben wir das Kirsche gegessen. Ja, du. Ja, das waren dann so Zeiten. Ja, meine Eltern waren ärmer wieder in der Kirche. Ich glaube, von meinen Geschwistern, wir sind alle sofort zu den Bauern, weißt du. Und dann musste ich arbeiten wie ein Knecht. Die haben viel können sparen. Wie ist eigentlich, als du erwachsen bist, hast du eigentlich mit deinen Eltern noch Ja, ich hatte den Kontakt mit ihnen. Und die Mutter hat mir einmal gesagt, als sie schon alt war und so. Als ich bei ihr daheim war, sie war ja in einem Häuschen. Wo sie konnte auch nicht mehr viel machen, aber der Bruder hat das Häuschen geerbt. Und hat dafür ein bisschen zur Mutter geschaut. Mhm. Und dann hat sie einmal gesagt, sie spüre es, dass sie eben fort war. Ich hatte nicht so eine Beziehung zu der Mutter. Aber das gibt es halt einfach, gell? Wenn klar. Du mit daheim kannst aufwachsen. Und noch in der 6. Klasse gehöre ich noch jetzt gehen, wie der Bauer am Morgen um 6 Uhr kam wecken. Und zugesagt hat, hast du wieder ins Nest gesägt? Also,
dreckig und ich habe viel ins Bett. In der 6. Klasse. Ah, ja, von deinen Nerven, darum? Mhm. Ja, ja, das ist psychisch. Und ich war so müde. Die Bäuerin, die habe ich am Morgen nie gesehen. Ja, zuerst musste ich aufgrasen und dann hey, das Morgen über tun und dann Hühnerfutter und dann das. Die ist immer noch im Nest gelegen. Mm. Einfach, ich musste alles müssen arbeiten. Da. Aber ich habe eben da rausgeholfen. Ja, nicht mehr mögen. Welcher Kill ist das? Das habe ich mir jetzt auch gefragt.